damit recht herzlich willkommen zu Bremen Sport Highlights und Tore. Heute eine neue Folge der 22. Spieltag. Ich freue mich drauf. Aber letzte Woche hatten wir schon ein Video, wie man mit Sport Total Videos machen kann. Und heute kommt dann das zweite Video. Wir sind zu Gast bei TuS Bersenbrück. Ich hoffe, euch gefällt das Video und gebt euch ein bisschen Informationen. Ansonsten spricht mich einfach an. Mehr ist es natürlich unser Ziel, die Kleinstadt-Club-Marke vom TuS Bersenbrück zu etablieren. Dazu gehören halt auch verschiedene Projekte, sei es jetzt der Podcast oder auch TikTok, der Ausbau von Social Media natürlich, uns halt relativ breit aufzustellen, um dadurch natürlich auch ein bisschen überregionaler, über Bersenbrück hinweg auch bekannter zu werden. Der Tag heute mit unserem Verein hier zu Gast war das perfekte Beispiel, wie wir mit Vereinen zusammenarbeiten wollen. Es geht für uns einfach darum, eine Kooperation zu schaffen, die über die reine Live-Spielübertragung hinausgeht. Sprich, wir wollen digitale Möglichkeiten schaffen, Social Media mit den Vereinen zusammen nutzen. Wir können gegebenenfalls Grafiken zur Verfügung stellen, denen zeigen, wie man das richtig nutzt und natürlich dann auch einfach ein Erlöspotenzial schaffen, was die Vereine für sich nutzen können. Sport Total wird schon genutzt bei uns. Das sieht man dann auch in den Zahlen tatsächlich, wenn man sich hinterher mal anschaut. Gerade die Top-Spiele werden natürlich mehr verfolgt als, ich sag jetzt mal, Spiele gegen kleinere Vereine. Wir können die Chance nutzen, dass unsere Spiele live übertragen werden. Ich glaube, das ist auch nicht selbstverständlich. Wir wollen nicht nur der Kamerageber sein, der auf dem Platz die Kamera aufhängt und ab dann haben wir keinen Kontakt mehr zu dem Verein, sondern wir wollen eine Kooperation aufbauen. Bedeutet, dass wir nicht nur die Live-Übertragung machen, sondern dem Verein auch digital helfen, sich Social-Media-mäßig breiter aufstellen und natürlich auch durch unsere Werbeplattform eine Erlösquelle schaffen. Wir schaffen digitale Werbemöglichkeiten und stellen den Verein damit einfach auf ein neues Level. Es ist digital, es ist modern und es entspricht dem heutigen Zeitgeist. Für uns ist die Zusammenarbeit mit Sport Total auf jeden Fall ein wichtiger Punkt in unserer täglichen Arbeit, auch hinsichtlich für unsere Marketingstrategie für die nächsten Wochen, Monate und Jahre. Und ich hoffe natürlich auch, dass die Zusammenarbeit auch für beide Seiten ihre Vorteile mit sich bringt. Ich würde mich freuen, wenn ihr Interesse zeigt an Bremen Sports und natürlich auch an Sport Total TV. Aber jetzt lass uns mal zu den Ergebnissen kommen. Der 22. Spieltag hatte einige Überraschungen oder einige deutliche Ergebnisse parat und da werden wir jetzt mal in Ruhe drauf schauen. Am Ende des Videos kommen natürlich wieder viele Live-Szenen und Spielszenen, da freue ich mich sehr drauf. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß daran. Es geht los. SHV Aubenmund, wie gesagt, gegen BTS Neustadt. 3:2. Aufatmen für die SHV, endlich wieder 3 Punkte. So kann es weitergehen. Und das nächste Spiel, TuS Schwachhausen, wird überrollt von dem Bremer SV. 0:9. Der Bremer SV revanchiert sich an TuS Schwachhausen für das Spiel letzte Woche, das 0:0 gegen OSC Bremerhaven. Da war sicherlich ein bisschen Wut im Bauch. Aber jetzt 0:9, das ist natürlich auch sehr deutlich für die Truppe von Dennis Spitzer. Das nächste Spiel, 3:1. Hemling gewinnt gegen Blumenthal SV. Blumenthal SV, willkommen im Keller. Jetzt wird es richtig schwer. Jetzt seid ihr das erste Mal auf dem Abstiegsplatz. Ich hoffe, ihr kommt da raus. Blumenthal SV gehört einfach in die Bremenliga und ich hoffe, dass ihr da punkten werdet. Die Saison ist eh noch lang. Das nächste Spiel, SFL gegen Union 60, 2:2. Das ist eine Überraschung. Ich weiß es nicht. Union 60 präsentierte sich sehr stark. SFL nicht so sehr, haben letzte Woche abgesagt, weil sie nicht genug Leute zusammen hatten. Vielleicht wollten sie auch gegen Brinkum nicht so viele Tore kassieren, man weiß es nicht. 2:2, auf jeden Fall ein Statement von SFL, dass sie noch nicht abgeschlossen haben mit der Saison. Das nächste Spiel, wer auch überhaupt nicht abgeschlossen hat, ist BSC Hastedt. 3:2 gewinnen sie gegen Habenhausen im Tabellenkeller. 100% Biricic habe ich geschrieben, einfach nur weil er kommt und nicht ein Spiel verloren hat. 100% Punktausbeutung, Gratulation. Das waren die Spiele schon ohne Video. Und jetzt kommen wir zu den Spielszenen, da freue ich mich sehr drauf. Und es hat wirklich viel Spaß gemacht, sich das anzusehen. Es war eine Menge los. Ihr könnt gespannt sein. Und wir fangen an. Brinkum SV gegen KSV Wartansport. In der Hinrunde wäre es noch ein absolutes Top-Duell gewesen. KSV jetzt mittlerweile langsam ein bisschen auf dem absinkenden Ast. Aber immer noch nicht zu schätzen, auf gar keinen Fall. Gute Kicker dabei, die können sehr gut kicken. Und Brinkum SV marschiert und marschiert und marschiert.
Sehr viele Tore schießen sie jetzt letztes Wochenende, unter der Woche freigab, weil SFL keine Mannschaft zusammenbekommen hat. Ja, auch Brinkum kann man sich freuen, wenn man da mal als neutraler Spieler Zuschauer hingeht. Da fallen immer Tore. Hier langer Ball vom Keeper. Wird abgefangen, geht direkt tief auf die Außen. Jetzt wird er reingebracht. Und dann ist das Ding auch schon drin. Bovenwang in der dritten Minute. Das ist natürlich ein Katastrophenstart für KSV. Vor allem gegen Brinkum SV, die einfach nicht aufhören normalerweise. Pressen immer sehr hoch. Jetzt sind wir hier in der 25. Spielminute. Eckball Brinkum. Jetzt kommt der Ball rein. Da kommt er. Gewuselt, Kopfball, Tor. Omar Kujabi. 2:0 in der 26. Minute. Die Zeiten oben, die ihr seht, die stimmen nicht immer so ganz. Das ist ein bisschen verdruckst. Ich habe die Zeiten aufgeschrieben, die ich bei Fußball.de gefunden habe. Das sind die Zeiten, die der Schiedsrichter eingetragen hat. Der Schiedsrichter wird übrigens auch noch eine große Rolle in diesem Spiel spielen. Hier, schön langer Ball auf den KSV-Spieler und der wird gefällt. Und was sagt der Schiedsrichter? Weiterspielen. Er pfeift das nicht. Hier gucken wir nochmal. Zack, achtet auf das linke Bein. Für mich klares Foul. Hier jetzt kommt das linke Bein vom Torhüter. Bisschen pixelig ist es, aber da. Er wird schon getroffen. Also, Freischuss ist auf alle Fälle. Gibt's nichts. KSV Wartansport natürlich auf 180. Nächste Situation. Brinkum SV baut auf, dann Katastrophenpass direkt in die Füße von Kasper bei dem Sporntor. Nein! Abseits! Der Schiedsrichter pfeift abseits. Gucken wir hier nochmal. Klar, von Brinkum SV ist, ich glaube sogar nicht mal, dass es abseits war, wenn man oben guckt. Könnte sogar gleiche Höhe gewesen sein. Ist egal, denn vom eigenen Mann, vom gegnerischen Team kannst du nicht im Abseits stehen. Kann er nicht pfeifen. Linienrichter hebt die Fahne. Sorry. Und Nijati vergisst, dass er verletzt ist. Ich hoffe, dass es jetzt nicht schlimmer geworden ist mit seiner. Ich glaube, Kreuzband ist halt. Naja, Daniel Grube voll im Geschehen. Kannst du nicht machen in der Oberliga. Finde ich schwer. Ich hau aber auch nicht gerne auf Schiedsrichter drauf. Aber das war schon eine klare Geschichte. Auch Mike Gabel sagte im Anschluss, dass das klare Dinger waren, die man in der Oberliga erkennen muss. Anyway, es geht weiter. Eckball Brinkum SV. Steht 3:0. 55. Minute, 56. Minute, irgendwie sowas. KSV hat gesagt, dass sie die Aufholjagd starten wollten und dadurch behindert worden sind. Schwer zu sagen. Hier Eckball. Und da hinten ist Dennis Jansen völlig frei am Langpfosten. 4:0, 57. Minute. Ja, ist natürlich dann auch nicht gut verteidigt vom KSV am Ende des Tages hier. Wir gehen weiter, 86 Minuten kurz vor Schluss. Brinkum wieder im Ballbesitz. Eigentlich alles sicher. Mal guck mal, wie hoch Wartansport noch steht. Wir stehen 4:0 hinten, sind trotzdem vorne. Pressen am 16er. Respekt. Fehlt jetzt auch vielleicht die letzte Entschlossenheit, aber trotzdem, guck mal, wie hoch die stehen. Das finde ich bemerkenswert, finde ich schön, dass sie sich jetzt nicht hinten reinstellen, sondern immer Gas geben. Aber dann ist natürlich auch meist irgendwo ein Loch. Und dann kann Brinkum SV, hat die Qualität, das durchzuspielen. Jetzt schneller Steckpass. Und jetzt auf die Außen raus. Jetzt kommt richtig Betrieb rein. Quer reingelegt. Und Tor. Sieht man durch die Sonne ein bisschen schwer. Das 15:0 Nikolai Krapper. Krepler. Ja. 5:0. Schwierig. Das war es dann aber am Ende mit der Partie. 5:0. Verdient oder nicht verdient in der Höhe, weiß ich nicht. Über allem steht auch nach dem Spiel noch die Situation um das Abseits und den vermeintlichen Foulspiel vom Keeper. Ist schwierig, aber KSV sollte jetzt nicht darauf sich einhauen, dass es nur an Schiedsrichter lag. Beim 5:0 liegt es nicht nur an Schiri. Nächstes Spiel ist das Bremerhaven-Derby. ESC Geestemünde gegen OSC Bremerhaven. Ein wunderbares Spiel.
morgens 11 Uhr, bestes Fußballwetter, Kunstrasenplatz, der wirklich perfekt ist in Geestemünde, das weiß eigentlich jeder. Ist eine tolle Anlage dort. Und man hat sich sehr viel versprochen von dem Spiel. ESC Geestemünde natürlich ein bisschen unter Druck nach den letzten Ergebnissen. Und da muss man jetzt mal gucken, wie man da weiter agiert. 31. Spielminute. Ball kommt über die Außen, wird jetzt reingeflankt. Und in der Mitte ist er völlig blank. Julian Maginen, 32 Minuten, 1:0 für OSC Bremerhaven. Und jetzt wird es ein bisschen unschön hier. Das hat die Kamera nicht alles drauf, aber hier draußen wird nochmal geschubst. Ich weiß nicht, ob da nachgetreten worden ist oder sonst irgendwie was. Auf jeden Fall, Linienrichterin rennt gleich hin. Der OSC spielt das ein bisschen außer sich und jetzt seht ihr es, die Kamera ist nicht on point. Aber Keeper rennt auch nochmal mit hin. Jetzt geht die Kamera, ja, war wohl hier hin. Getummel und Gemache mit Ruhe. Der Torhüter von OSC ist auch da. Weiter Weg natürlich. Am Ende OSC Dennis Sieger kriegt eine rote Karte und von ESC Fabian Nord auch eine rote Karte, doppelrote Karte, beide noch mit Zimmern auf dem Platz. Ich kann wirklich nicht sagen, was da los ist. Ich habe jetzt auch keinen von beiden Trainern kontaktiert. Klar ist, hart unnötig. Brauchen wir nicht drüber reden. Schade, dass so ein Spiel dann nicht sportlich im Vordergrund steht, weil beide können gut kicken, stehen gut da in der Tabelle. Da sollte man sich auf Sportliche konzentrieren. Aber naja. Das machen wir jetzt, 68. Minute. ESC Geestemünde mit Ball über die Außen. Bringt ihn rein und da ist er drin. Doch noch nicht, aber jetzt ist er drin. Langer Ball, langer Pfosten. Macht er ihn rein, schiebt ihn rein. Werder Altigan, 1:1, 68. Spielminute. Sind noch 20 Minuten zu spielen, also alles offen eigentlich. Natürlich sind jetzt auch Plätze dadurch. Zweimal weniger auf dem Platz. Aber dann die nächste Szene. Gleich wieder eine schöne. ESC gewinnt den Ball. Jetzt kommt eine Grätsche von hinten. Und nachgetreten. Ach, beide nicht unschön. Was er jetzt macht, ist komplett unnötig. Geht auf den ESC-Spieler los. Was soll das denn? Er wurde ja auch nicht getroffen. OSC Maurice Höder und ESC Florian Beck mit der roten Karte. Wieder doppelrote Karte. Jetzt ist natürlich richtig viel Platz auf dem Platz, auf der Anlage. Aber bitteschön. Was die beiden Spieler da gemacht haben, super unnötig. Erst hier sehen wir gleich mal die Grätsche von hinten. Und jetzt da das Nachtreten. Aber jetzt so hoch zu gehen. Boah, Schiri hätte es gesehen, das wäre der eine rote Karte gegeben. Dann wäre ihr in Überzahl gewesen, dieses OSC-Team. Aber nein. Es ist halt hitzig gewesen in so einem Derby. Eckball OSC in der 99. Spielminute, 100. Spielminute, wenn man es genau nimmt. Ball wird nochmal reingebracht und überweggeschossen. Und dann kommt der Abpfiff. 1:1, Bremerhaven Derby endet unentschieden. Ach, über Karten überlagert. Weiß ich jetzt nicht, ob das so schön ist. So ein Spiel muss man nicht sehen. Ist hitzig, ist gut. Kämpferisch ist gut, aber sowas ist richtig unnötig. Aber ja, so ist es jetzt mal gelaufen. Wissen beide Teams, dass es auch besser geht. Burgfeld gegen Lea Turnerschaft. Freue ich mich sehr. Ich habe die Bilder von Lea Turnerschaft bekommen. Dankeschön dafür. Wenn ihr Videos habt über eure Spiele, bitte schickt sie mir zu. Ich verwende sie auf jeden Fall. Und dann seht ihr eure Mannschaft bei mir auf dem YouTube-Kanal. Schöne Anlage da am Borgfeld. Schönes Wetter. Sonne steht ein bisschen tief. Hier schöne Chance. Aber ich glaube gehalten vom Keeper. Naja, kurze Zeit später wurde Kersten im 16er gefoult. Den fälligen Strafstoß verwandelt Christoph Döscher in der 18. Minute. Kersten jetzt hier wieder sehr umtriebig heute. Schießt. Gehalten. Und es geht immer noch weiter. Schön auf Außen gelegt. Kersten jetzt allein auf den Keeper zu. Die Sonne blendet ein bisschen, aber der Keeper behält die Oberhand. Zweite Halbzeit. In der 70. Minute zieht Tom Bohlen ab. Und das Ding ist drin. Kurze Zeit später nochmal. Fast identische Situation, aber kein Tor. Und den Schlusspunkt setzt Jan-Niklas Kersten in der 91. Minute zum 0:3.
verdienter Auswärtssieg hier in Borgfeld für die Leatonerschaft. Und damit haben sie eine sehr gute Rückrunde bisher. Nächstes Spiel, TuS Gmedaßen gegen Werder Bremen 3. TuS Gmedaßen echt nicht so gut aus der Winterpause gekommen. Jetzt zweimal verloren gegen Lee und gegen Hastedt. Und jetzt muss gegen Werder eigentlich 3 Punkte, damit man seine Ziele erreichen kann. Und Emilio Sali hier presst ein bisschen und kriegt den Ball dann unnötig in den Fuß gespielt und macht ihn dann einfach. Zack, Keeper verladen. Natürlich krasser Innenverteidigerfehler, den darf er so nicht spielen. Und Emilio Sahili macht den einfach rein. 1:0 für die TuS Gmedaßen. Schönes Tor. So kann man starten. Das gibt auf jeden Fall Selbstbewusstsein. Und wieder TuS Gmedaßen am Ball. Spielen den Ball hinten rum. Julian Burkhardt auf Justin Fonia. Und der spielt dann auch wieder den Stürmer, den Ball im Fuß. Der tüdelt ein bisschen zu lang rum mit dem Ball und schießt dann am langen Eck vorbei. Aber Justin Fronia, absoluter Katastrophenpass. Sollte dem Kapitän vom TuS Gmedaßen nicht passieren. Eckball Werder. Keeper Repke dran. Und jetzt geht's irgendwie schnell. Emilio Sahili schlägt den Ball noch raus. Der Ball kommt komisch. Wird jetzt ganz schlecht geklärt. Und TuS Gmedaßen macht das schnell. Und jetzt Dennis Nagel hier am Ball. Kenster Gehle, super Körpertäuschung, schickt dann Daniel Grant lang und der macht das Ding eiskalt 2:0 in der 17. Minute. So etwas wie die Vorentscheidung vielleicht schon. Hier nochmal zu sehen, die schöne Körpertäuschung, zack, rechts, und dann lang geschickt. Und er macht ihn dann auch einfach, für den Keeper dann auch schwer. Topstart, in den ersten 20 Minuten 2:0 führen, das ist schon mal gut. Das bringt Sicherheit, sollte man meinen. Hier Robert Repke, Ball am Fuß. Weiß nicht so recht, wohin damit. Spielt dann Daniel Grant an und der vertändelt jetzt den Ball. Darf dir auch nicht passieren. Aber der Abschluss geht wiederum vorbei. Glück für TuS Gmedaßen in dieser Situation. Freistoß Werder. Wird abgelegt. Eigener Mann blockt ihn jetzt ab. Und jetzt nochmal abgeblockt. Und jetzt fährt der Konter über Emilio Sahili. Der will Bodybuilding anspielen. Der geht rein, kommt ins Straucheln, schließt noch ab. Keeper hält und Kenza Gehle macht ihn rein. Aber nein, Schiedsrichter pfeift. Puh. Ich weiß nicht, was in der Anzeige das Handspiel sein soll. Für mich ist hier, achte mal drauf, wenn Böhling den Ball mitnimmt. Jetzt kommt das Foul. Für mich ist das Foul. Ich weiß nicht, ob es Strafstoß wäre, aber auf jeden Fall wäre Freistoß für TuS Gmedaßen für mich die richtige Entscheidung gewesen. Aber egal. Keine krasse Fehlentscheidung für mich. Wieder TuS Gmedaßen am Ball. Schöner Ball durch die Mitte. Und dann direkt gespielt nach außen auf Kenzer Gehle. Das sind seine Situationen, die kann er gut. Aber hier hat er zu genau gezielt und rechts am Tor vorbei. Eckball Werder Bremen. Geht zum Langpfosten, Kopfball. Wird geklärt. Aber auch nicht so richtig entschlossen weggeschlagen. Jetzt geht der Ball nochmal nach außen. Asen kriegt den Ball nicht richtig weg. Jetzt kommt der Ball raus. Wieder aber zum Werder-Spieler. Ja, lange Situation. Ich will euch zeigen, so lief das Spiel viel ab. Werder wollte, konnte nicht so richtig. Nein. Nächste Situation, TuS Gmedaßen. Hier auf rechts außen Daniel Nagel, der ein gutes Spiel gemacht hat, der angekommen zu sein scheint. Auf Kenzer Gehle. Kenzer Gehle wieder links am Tor vorbei, schade. Aber Dennis Nagel, gutes Spiel. Soweit ich das beurteilen kann, natürlich. Jetzt richtig langer Ball. Hier bekommt Justin Fronia den Ball. Der zieht ab. Aber der Keeper hält nochmal. Dann kommt Werder. Wird abgefangen, der Ball. Kenzer Gehle kann ihn behaupten. Doppelpass mit Grant. Justin Fronia, jetzt spielen sie schön raus. Neumann raus. Leider ein bisschen in den Rücken. Das hat ein bisschen Schwung rausgenommen aus der ganzen Aktion. Nichtsdestotrotz sind sie immer noch am Ball. Da geht der Ball lang und leider nicht ganz gereicht. Schade.
Top Dennis Nagelwasser hinten. Schöne Aktion. Freistoß Werder. Und Top-Parade von Robert Repke. Den muss Werder machen. Er hat Keeper schön mit dem Fuß gehalten. Hier wieder nächste Aktion von Dusk mit Arsten. Kenzer Gehle auf Justin Fronia. Der spielt flach rein. Und den macht Emil Sahili. Nacht zum 2. Schönes Tor, 3:1. Und jetzt Werder Bremen. Sahili fehlt bei Werder, der Top-Freistoßschütze. Nun macht er es. Mal gucken, wo er hinschießt, ob er ihn reinbringt. Nein. Rechts an der Mauer vorbei. Marc Arminia Ampong. 3:1, 80. Minute. Schöner Freistoß. Vielleicht war der haltbar. Robert Repke ärgert sich. Er war aber auch gut geschossen, muss man sagen. War wirklich gut geschossen. Ambo erobert den Ball. Hendrik Rilker setzt nach. Setzt unter Druck, sodass Arsten im Ball bleibt. Jetzt wieder nach rechts raus. Aber da entsteht nichts bei rum. Das ist ein bisschen sinnbildlich für das Spiel. Und dann am Ende war es abseits. Neumann, der die Bälle immer gut verteilt, jetzt wieder rechts raus. Flanke. Werder klärt zur Ecke und dann war es das auch. Abpfiff 3:1 für Dusk mit Arsten. Gratuliere dazu. Endlich wieder 3 Punkte. Das gibt ein bisschen Entspannung im Abschießkampf. Werder hingegen jetzt richtig reingerutscht unten. Aber ein gutes Spiel, denke ich. So, das war's von mir. Hier ist die Tabelle, wie immer. Wenn ihr sie genauer angucken wollt, macht kurz Pause. Ich lasse es durchlaufen. Ich glaube, alle kennen die Tabelle. Es freut mich sehr, dass ihr das Video geguckt habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Mir macht es Mörder viel Spaß. Danke für euren Support und danke für die Videos, die ich geschickt bekomme. Schönen Tag noch.